Der Weg, in Liebe zu gehen, erzeugt eine andere Konsequenz als einen anderen Weg, den man vielleicht nicht in Liebe geht. Wenn ich in Liebe meinen Weg gehe, gehe ich ja nicht in Liebe nur meinen Weg. Dann gehe ich in Liebe meinen Weg, dann gehe ich auch deinen Weg. Weil ich erkenne in Liebe, dass mein Weg sein darf, aber auch dein sein darf. Das heißt, in Liebe zu gehen, bedeutet zu erkennen in sich den Weg der Man Wege. Man fühlt sich einfach wie zu Hause irgendwie. Also es ist so ein Gefühl, das ich vorher gar nicht kannte. Das, was er so ausdrückt. Ja. Und es berührt mich jedes Mal, auch jetzt wieder sehr. Und auch das Gefühl von Liebe. Also das war für mich von Anfang an vielleicht auch fein, dass man sich so in einer besonderen Rolle selber auch findet. Und als ich diese Meditation miterleben durfte, war das für mich schon sehr auffühlend in erster Linie. Ich habe ganz viele Emotionen in mir hervorgeholt oder erleben dürfen, die ich vorher gar nicht kannte. Auch eine gewisse Tragweite, wo ich in dem Moment erstmal überfordert war. Und Gianni hat dort aber auch wirklich sich die Zeit genommen, ist mit mir ins Gespräch gegangen und hat mir einfach auch nochmal die Sicht der Dinge erläutert und erklärt, wo kommt das her, wie kann ich damit umgehen. Er ist mir begegnet als sehr offen, sehr kommunikativ, lebensfreudig, lebensspritzig schon fast. Ja, als lebensbejahender Mensch. Oh, God.